Da bin ich wieder. Ich habe hier eine 40x50 Leinwand. Die habe ich vorher präpariert mit den Holzkeilen, mit dem Kreppband und meinen Pushpins. Und wir werden jetzt diesen Multiple Ring Pour auf der 40x50 Leinwand machen. Heute habe ich mich wieder entschieden für die Artesa Farben. Habe ich Weiß, das Naples Yellow. Weiter geht es dann mit einem Yellow Ochre von Artesa. Konsistenz relativ dick, sollte noch einen Hügel hinterlassen. Burnt Sienna von Artesa. Das ist diese wunderschöne Farbe. Ich habe festgestellt, dass die Rottöne in der Konsistenz immer etwas dicker sind als die Blautöne. Also bei den Rottönen muss ich immer noch etwas von dem destillierten Wasser hinzugeben, um die richtige Konsistenz zu erreichen. Das war übrigens jetzt Sangria Red. Danach Burnt Amber von Artesa. Das ist dieses hier. Und zum Schluss Raw Amber von Artesa. Hätten wir dann hier. Ich habe geschaut, dass ich ungefähr 1000 Gramm Farbe habe. Für die 40x50 Leinwand sollte das ausreichend sein. Ich habe 0,3 Liter Becher, 4 Stück, weil wir 4 Ringe machen werden. Dann können wir schon mit den Schichten beginnen. Ich beginne mit Weiß. In jedem Becher ein kleines bisschen Weiß geben. Danach eine Schicht Naples Yellow. Yellow Ochre. Burnt Sienna. Sangria Red. Burnt Amber. Raw Amber. Und das Ganze nochmal von vorne. Vier Becher sind nun gefüllt und jetzt beginne ich mit dem Puren auf den Canvas und zwar 1, 2, 3, 4 Mal. Eins ist leer. Weiter geht's. Denkt dran, euch wieder eine schöne Ecke zu formen. Thank you.
3. Becher 4. So, alle vier Becher sind geleert und die Farbe ist auf dem Canvas und es hat schon ein ordentliches Gewicht. Geht einmal mit dem Bunsenbrenner drüber, um die Luftblasen zu entfernen. So, stretchen. Ich will euch das noch zeigen. Problematisch sind immer diese Ecken. Jetzt müssen wir schauen, dass wir durch Seitwärtsbewegungen die Farbe hochbekommen, ohne dass uns die Komposition erstmal komplett auseinanderläuft. Noch nicht über die Ecken gehen. Und wieder zurück. Und die Farbe wieder in die Mitte holen. So, ihr seht, die Ecken sind jetzt einigermaßen geschlossen. Jetzt könnt ihr beginnen, Farbe nach oben zu holen. Und das passiert, wenn man den Schreibtisch nicht richtig aufgeräumt hat. So. Ist jetzt noch sehr, sehr viel Farbe auf der Leinwand und diese Komposition bekommt ihr, wenn ihr schaut, wo liegt gerade der Schwerpunkt eurer Farbe. Meiner wandert jetzt von der oberen Ecke nach unten, wie ihr seht. Und so, je nachdem, wo er liegt, könnt ihr eure Komposition noch beeinflussen. Jetzt wandert er nach unten, seht ihr? Hier ist der Schwerpunkt momentan und jetzt oben in der Mitte. Machen wir einfach ein Swirl draus. So, jetzt haben wir ein Yin-Yang-Bild und ganz ehrlich, mir gefällt das sehr gut. Arbeitet jetzt noch die Ecken und Kanten nach.
So, trotz des kleinen Missgeschicks, finde ich, ist das doch ein schönes Bild geworden. Ganz anders als geplant, aber gerade hier dieser Eckbereich, da verschwimmen die Farben total toll. Da hole ich euch gleich runter und zeige es euch. Ich glaube, das ist ein schönes Bild für einen Coffeeshop oder für eine Küche. So, ihr Lieben, das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao!